Das gelungene und geglückte Leben. Ich selbst kenne keine bessere Formulierung als die des gelungenen oder auch des geglückten Lebens. Denn wir wollen ja, dass unser Leben gelingt. Und es gelingt oder misslingt durch das, was wir tun. Denn solange wir leben, tun wir immer etwas. Wir müssen die Stunden des Tages mit dem, was wir machen, füllen. Selbst wenn wir einen Tag nur passiv an uns vorbeiziehen lassen, tun wir etwas. Denn wir liegen auf unserem Bett, schauen fern, dösen vor uns hin oder hängen unseren Tagträumen nach. Wir wollen, dass das, was wir tun, dazu führt, dass wir mit unserem Leben zufrieden sind. Zufrieden sind wir dann mit unserem Leben, wenn es als Ganzes betrachtet gelingt. Deswegen ist es treffender, vom Gelingenden oder vom Gelungenen als einfach nur vom glücklichen Leben zu sprechen. Ob unser Leben gelingt, hängt dabei in viel höherem Maße von uns selbst ab, als es uns meistens bewusst ist. Manche Philosophen gehen sogar noch weiter und sagen, dass es ausschließlich an uns hinge, ob unser Leben gelingt oder nicht. Wenn eine Antwort auf die Frage, ob unser Leben gelingt, vor allem davon abhängt, was wir mit unserem Leben anfangen, so hängt eine Antwort auf die Frage, ob unser Leben glückt oder geglückt ist, nicht immer nur von uns ab. Ein Leben ist dann geglückt, wenn ein wenig glücklicher Zufall zum gelungenen Leben dazugekommen ist. Dass wir beispielsweise im richtigen Moment die richtigen Menschen treffen, liegt nicht in unserer Macht. Oder dass wir in schwierigen, unüberschaubaren Situationen die richtigen Entscheidungen fällen, obwohl wir uns zuvor unsicher waren und diese Unsicherheit auch nach der Entscheidung noch nicht verschwunden ist. Wir können also auch vom geglückten Leben sprechen. Wobei dies nicht dasselbe ist wie ein glückliches Leben, denn, wie wir gesehen haben, ist es kein sinnvolles Ziel, nur emotional glücklich zu sein oder glücklich zu werden.